Auf jeder zweiten Party, auf der ich bin, geht es um den Rundfunkbeitrag. Und vor allen Dingen um die Frage, für was für ein Programm man da eigentlich zahlen muss. Und genau deshalb reden wir genau jetzt über das ZDF und darüber, ob es sein Geld wert ist. Hier bei Login, hier auf ZDF Info. Treuer, mutlos, undurchsichtig ist das ZDF von gestern. Darüber diskutieren wir heute Abend bei Login mit richtig spannenden Gästen. Und dazu einen schönen guten Abend aus Berlin. Heute stellt sich einer, den man ganz nicht so leicht zu fassen bekommt. Unser ZDF-Intendant Thomas Bellut. Es geht um eure Kritik, um eure Fragen. Es geht um den Rundfunkbeitrag, um das ZDF-Programm, um die Abschaffung von ZDF-Kultur. Klickt euch mal rein auf login.zdf.de und diskutiert live mit uns. Oder ihr twittert unter dem Hashtag ZDF-Login. Denn in 12 Tagen wird das zweite 50 Jahre alt. Die Quoten sind gerade ordentlich und es gibt in dieser Woche viel Lob für unsere Väter, unsere Mütter. Doch wer die Kommentare liest, die sich auf unseren Plattformen eingefunden haben, der wird sehen, es gibt viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die sind mit dem Programm im ZDF nicht zufrieden. Vor allem die Jüngeren finden längst keinen Grund mehr, das zweite einzuschalten. 2012 war Balla Balla. Fußball-Europameisterschaft, Olympia. Die Glotze lief, die Quote stieg. Das ZDF holte den Jahressieg. Ohne Kicken aber liegen Dschungel und Co. vorn. Junge gucken lieber privat, Ältere das Zweite. 61 Jahre alt ist der Durchschnitts-ZDF-Zuschauer. Das ZDF auf Verjüngungskurs. Ein Jahr jünger soll er 2014 sein. Das ZDF jagt die Jugend. Lustige Formate und neue Kanäle werden eingestampft. Stars aufbauen und dann... Mach's gut, das war Neo Paradise! 50 Jahre zweites deutsches Fernsehen. Viel Unterhaltungsschweiß. 1,8 Milliarden Euro für ein... Zwangs-Pay-TV. Mutlos, teuer, undurchsichtig. Ist das ZDF von gestern? Genau das fragen wir einen der erfolgreichsten Pop-Manager des Landes. Mit seinem Label Motor Music macht er Bands wie Rammstein zu Weltstars. Er hatte einen Radiosender und eine eigene Show auf ZDF Info. Und all das zeigt, er weiß, was Menschen unter 50 mögen. Und deshalb fragt er sich auch, ob dem ZDF die Zuschauer unter 50 eigentlich egal sind. Hier ist Tim Renner. Tim Renner, ist das ZDF von gestern, ist die Frage dieser Sendung. Überzeugen Sie die Zuschauer jetzt schon mal mit Ihrem stärksten Argument. Dafür haben Sie 20 Sekunden und das ist Ihre Kamera. Schön wäre es, wenn das ZDF von gestern wäre, weil dann wäre es vielleicht noch vielfältig, wie wir es mal erlebt haben, als wir Kinder waren. Heute ist all das, was spannend ist, neue Serien, Musik, politischer Diskurs verdrängt in kleine Spartenkanäle, die kaum Etat haben, die kaum Reichweite haben. Und wenn sie dann noch richtig spannend sind, wie ZDF Kultur, abgeschafft werden. Kompliment, Herr Bellut, so wird man Marktführer, aber so wird man auch langweilig. Sagt Tim Renner. Einspruch anderer Meinung, sagt dagegen unser nächster Gast. Er war 10 Jahre lang Programmdirektor im ZDF. Seit einem Jahr ist er Intendant der ZDF-Familie und deshalb der ideale Ansprechpartner für euch, eure Fragen und eure Kommentare. Hier ist Thomas Bellut. Herr Bellut, Tim Renner sagt, das ZDF ist von gestern. Sagen Sie uns, warum es nicht so ist. Auch Sie haben 20 Sekunden für Ihr stärkstes Argument und das ist Ihre Kamera. Gerade haben die Zuschauer unsere Mütter, unsere Väter gesehen. Tolles Programm, auch viele junge Zuschauer. Sonderfiction gibt es nur bei uns. Davor am Abend hatten wir eine Doku über Arm und Reich, Primetime, 45 Minuten. Das machen nur wir und Info und Neo sind sehr jung. Und wir sind übrigens nur noch 60 im Durchschnitt. Sagt
Thomas Berluth. RTL hat 51, also. Das werden wir gleich vertiefen. Jetzt sind unsere User dran. Damit sind die Argumente, die ersten Argumente unserer Gäste sind ausgetauscht. Und wir sind natürlich daran interessiert, was denkt ihr? Klickt doch mal hier rein bitte unter login.zdf.de und geht zu unserer Abstimmung und sagt uns, wer überzeugt euch heute Abend? Seid ihr bei Tim Renner, der sagt, ja, das ZDF ist von gestern und wenn es nicht Mut beweist, dann wird es absehbar sogar den Tod durch Irrelevanz sterben? Oder sagt ihr, der ZDF-Intendant Thomas Berluth hat recht, der sagt sicherlich nicht, ist das ZDF von gestern, sonst wären wir nicht der meistgesehene Sender in Deutschland. Herr Berluth, wir steigen direkt in die Diskussion ein. Herr Renner hat eben schon gesagt, er fordert mehr Mut vom ZDF. Dafür hat er auf unseren Plattformen schon eine Menge Applaus bekommen. Zum Beispiel Sven-Christian Schulz sagt, das ZDF hat doch einfach nur Angst, mit jüngeren und moderneren Themen im Hauptprogramm Stammzuschauer zu vergraulen. Das ist ein Fehler. Schließlich sterben die irgendwann aus und dann hat man die jüngeren Zuschauer an die Privaten verloren. Ist das, was das ZDF sendet, Oma und Opa TV? Nee, das glaube ich nicht. Richtig ist, man kann nicht das Programm zu sehr spreizen. Man kann nicht für die ganz Jungen arbeiten und für die ganz Alten. Wir sind irgendwo im Mittelfeld. Das ist ein taktisches Problem. Aber wir geben uns schon große Mühe, dass wir zum Beispiel bei der Fiction in der Primetime nach und nach jünger werden oder mit neuen Formaten wie die Heute-Show versuchen, das jüngere Publikum auch im Netz zu erreichen. Und das gelingt mehr und mehr. Das ist noch verdammt viel Arbeit vor uns. Das gebe ich gerne zu, aber es gibt auch Programme, da gucke ich nicht direkt danach. Sind es nur Jüngere oder Ältere, wie Nachrichten? Da will ich vor allem gute, richtige, wirkliche Nachrichten haben und gucke da nicht ständig auf die Struktur. Wir geben uns Mühe, sagt Thomas Berluth. Ist Ihnen das genug? Und warum ist das ZDF Ihrer Meinung nach so mutlos gerade jüngeren Zuschauern gegenüber, die ja genau wie alle anderen auch ihren Rundfunkbeitrag zahlen? ZDF hängt ganz unglücklich zwischen Baum und Borke und dafür kann es teilweise gar nicht mal selbst was. Auf der einen Seite hat es einen politischen Druck. Die Politik will, dass ZDF auch relevant ist, ARD auch relevant ist, dafür werden Gebühren bezahlt. Auf der anderen Seite hat es einen Auftrag. Und genau dazwischen pendelt man und man pendelt teilweise sehr unglücklich. Und dadurch wird man auch ziemlich langweilig. Und damit was ziemlich ist alt. Unglücklich? Was läuft konkret unglücklich? Unglücklich läuft, dass man an sich sich sieht als staatlich bezahlter Konkurrent von den Privaten, allerdings nicht so drastisch sein kann wie die Privaten. Man hat einen riesigen Apparat, der auf dem Lerchenberg, auch intern Leichenberg genannt, sitzt und relativ langsam agiert in fast Beamtenmanier. Auf der anderen Seite hat man eine Politik, die einen reguliert. Man kann gar nicht so rumtreschen, wie die Konkurrenz das tut bei Deutschland sucht den Superstar oder beim Dschungelcamp. Und insofern ist man immer so ein bisschen dazwischen. Damit erreicht man zwar das Publikum, was man ursprünglich mal erobert hat, nämlich die Alten, als das ZDF noch spannend war, aber man verliert mich und man gewinnt sie schon gar nicht mehr. Man verliert die Jungen. Also die Leichen leben noch sehr munter auf dem Lerchenberg, sonst wären wir nicht so erfolgreich. Und nochmal, es kommt auch darauf an, dass ein Sender wie das ZDF wichtig und relevant ist, dass es gesehen wird. Natürlich auch mehr und mehr von den Jüngeren, das ist klar. Aber wenn wir vor der Bundestagswahl eine Wahlrunde machen, müssen das 4 bis 5 Millionen sehen. Sonst macht es wenig Sinn. Oder wenn wir unsere Mütter, unsere Väter senden, will ich gerne 7 Millionen dafür haben, wie wir es geschafft haben, um die Diskussion überhaupt anzustacheln in der Öffentlichkeit. Also sie müssen relevant sein und sie müssen trotzdem die Brücke bauen. Und ich sage Ihnen eins, auch eine Sendung wie das Heute-Journal, das bei Ihnen unter diesen Altersrassismus fällt, ja, das ist zu alt alles, ja. Ich bin selbst ehrlich. Da sind sehr viele jüngere Zuschauer dabei. Und wenn es zum Beispiel diese Diskussion über das Duell und Stefan Raab, wenn ich das noch sagen darf, von Stoiber, er behauptet doch, den braucht man, damit es jung ist. Mhm. Quatsch. Die Jüngeren waren dabei, die erkennen, dieses Duell ist wichtig und dann gucken sie. Wir haben im vergangenen Jahr 6,8% bei jüngeren Zuschauern, 14 bis 49 gehabt. Das heißt, nicht mal jeder Zehnte unter 50 fühlt sich vom ZDF angesprochen. Sie haben 2002 gesagt, Sie wollen das Durchschnittsalter unserer Zuschauer von 59 auf 58 senken. Heute sagen Sie, Sie wollen es von 61 auf 60 senken. Warum soll ein 30-jähriger Rundfunkbeitrag zahlen, wenn er ein Programm bekommt für seine Eltern und seine Großeltern? Zynisch könnte ich sagen, er kommt auch in das Alter, ja. Aber ehrlich gesagt ist es so, dass die meisten Zuschauer im Durchschnitt älter sind. Ich habe ja gesagt, RTL ist auch 51, das jüngste Programm. Der Durchschnittszuschauer in Deutschland ist 43, unser ist 61. Ja, es gibt Gruppen, die laufen bestimmte Sender an. Deshalb hat er ja auch den Kulturkanal erwähnt und ich Info und Neo erwähnt. Die sind nicht mal. Info und Neo. Wir haben im Netz gerade ein paar ganz plastische Vorschläge, Herr Berluth, wie man das vielleicht erreichen könnte. Wie es die User
wieder interessiert. Christopher zum Beispiel sagt, mehr Neues im Hauptprogramm wagen, mehr Hintergründiges bieten, Seriosität als größte Stärke der Öffentlich-Rechtlichen wird zu wenig genutzt. Und noch ein bisschen konkreter haben wir es hier bei uns auf unserem Blog, hat Micha geschrieben, warum versucht man krampfartig auf jung zu machen und warum werden die guten Sachen, die guten Reportagen zum Beispiel, die es ja durchaus gibt im ZDF, was auch viele geschrieben haben, warum werden die nicht in der Primetime gebracht, sondern irgendwann nachts versteckt? Das heißt, das, was die Leute interessiert, warum rutscht das so weit nach hinten? Das stimmt ja gar nicht. Wir haben gestern Abend Reich und Arm 45 Minuten in der Primetime gehabt. Also insofern sind das oft auch Klischees, die dort stehen. Und diesen Platz, danach läuft ein zeitkritisches Magazin. Das ist nicht sonderlich jung in der Publikumstruktur. Aber verdammt nochmal, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass jemand das macht. Es macht sonst keiner, außer den öffentlich-rechtlichen Sendern. Das müssen Sie auch zugestehen. Wer macht denn diese Recherchearbeit? Und die Jüngeren wissen es dann auch zu schätzen. Für die Recherche brauchen Sie auch, Herr Bellut. Deshalb bin ich ja umso besorgter, dass eine Sache, die ich ja eigentlich von der Sache her schätze, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zunehmend irrelevant wird. Und irrelevant, weil der falsche Auftrag genommen wird. Nirgendwo steht in der Verfassung, nirgendwo steht in den Landesmediengesetzen, nach denen Sie senden, dass Sie Marktführer sein müssen. Das ist nicht Ihr Auftrag. Ihr Auftrag ist Vielfalt. Es geht nicht darum, dass Sie ganz viele Leute vor die Glotze ziehen. Es geht darum, dass Sie denen da Sachen bieten, die sonst privat gar nicht mehr bietbar sind. Und dort, wo Sie es tun, was Sie nicht allzu häufig tun, da finde ich es ja auch großartig. Dafür zahle ich gerne Gebühren. Und ich glaube, da haben Sie auch genau die Chance, die Leute neu zu gewinnen und an sich zu binden. Zu viel privat, zu wenig unser Profil. Also gucken Sie sich das Privatprogramm mal an. Das sage ich ja auch in die Runde. Das hat sich doch in den letzten zwei Jahren in einer Abwärtsspirale bewegt über die Docu-Soaps am Nachmittag, so schnell kommen Sie gar nicht mit. Die das ganze Programm ruiniert haben. RTL ist der Verlierer des Jahres gewesen und liegt am Boden, weil das Publikum erkennt, auf diesem Niveau wollen sie nicht mal unterhalten werden. Ja? Und unsere Antwort ist die richtige. Ich habe den Bereich Fiction erwähnt. Auch die Nachrichten, das Heute-Journal ist in der Primetime das meistgesehene Nachrichtenmagazin Deutschland. Das ist wichtig, das ist Relevanz. Und darum kämpfe ich weiter. Und solange ich in diesem, auf dem Leichenberg stehe und mich bemühe, werde ich dafür sorgen, dass dieses Programm virulent und stark bleibt, damit es dann auch die Jüngeren erreichen kann. Reden wir, wo wir jetzt gerade schon bei privat und öffentlich-rechtlich sind, mit einem Mann, der RTL in Deutschland zum Quotenführer gemacht hat und damit die Öffentlich-Rechtlichen in Bedrängnis gebracht hat. Er gehört noch immer zu den schärfsten Kritikern von ARD und ZDF und er sagt, das ZDF ist ein Altenheimsender. Herzlich willkommen, Helmut Thoma. Herr Thoma, wir haben User gehabt, die haben auf unseren Plattformen geschrieben, Geldverschwendung statt einfallsreiches Programm. Sehen Sie es auch so? Naja, das Einfallsreichste, was also ZDF und ARD in den letzten 30 Jahren eingefallen ist, ist die Haushaltsabgabe. Ne? Das ist ja nicht ARD und ZDF eingefallen. Auf welche Programminnovationen des ZDF sind Sie so richtig neidisch? Ach Gott, Innovationen, wissen Sie, das ist ja immer so ein Problem. Auf die Innovation beispielsweise die Champions League gekauft zu haben, denn das bringt viel und auch die ganzen Länderspiele zu übertragen. Durch die ja öffentlich-rechtlich spielen die ja ganz anders, wie wenn sie im Privaten tätig sind. Von mehr Zuschauern. Ja, mehr Zuschauer bin ich nicht besorgen, aber sie spielen sozusagen national betonter. Und ansonsten, ja gut, also was sind die großen Unterschiede? Ich habe einen ganz entscheidenden, ganz ernstlich zu sein. Ich bin ja in der guten Position, dass ich auch öffentlich-rechtlich begonnen habe und zwar in einer leitenden Position als Justiziar und ich kenne diese ganzen Zwänge, die da bestehen. Das ist wirklich ein Riesenproblem, dass die da Erster bleiben wollen. Das geht nicht, da muss man verschiedene Dinge tun, die man als öffentlich-rechtlich eigentlich nicht tun sollte. Und das ist das wirkliche Hauptproblem, das ist natürlich dieser Drang, immer nach jeder Tendenz nachzulaufen, aber in Wahrheit ist ja gar nicht endgültig so zu können, wie es die Privaten. Da haben Sie recht. Wir sind aus Versehen sozusagen Erster geworden, weil RTL so schwach geworden ist. Ein gut geführter Privatsender, der nicht alles Geld abführt an den Mutterkonzern, müsste in der Lage sein, weil er keine Nachrichten hat, keine Hintergrundinformationen und andere Aufgaben, die Nummer eins im deutschen Markt zu sein. Warum hat sich das so verändert? Als Sie bei RTL waren, hatten Sie publizistischen Ehrgeiz. Sie wollten auch was bewegen in der Szene. Das ist völlig weg. Was hat sich da verändert? Da haben ist Sie das nur recht. Noch Rendite? Da haben Sie völlig recht. Ich sage das genauso.
da hat sich viel verändert ins Negative. Ich sage nur, dass der Sieg im letzten Jahr verdanken Sie natürlich auch der Olympiade. Absolut. Und der Europameisterschaft. Aber wir haben auch Paralympics gezeigt. Das ist auch das. Sie kommen noch zur Musik. Aber ich muss dazu sagen, die Privaten sind wahnsinnig schwach, weil sie ein Monopol bilden, ein Duopol. Und damit überhaupt keine Konkurrenz mehr haben. Sie haben jetzt eine Riesenchance eigentlich. Ja. Jetzt lassen Sie uns bitte über das Programm und über unseren Senderdienst, das ZDF, reden. Sonja. Dass wir gutes Programm machen, also dass das ZDF gutes Programm macht, wird auf jeden Fall so gesehen. Da haben wir ganz, ganz viele auch sehr positive Einträge gehabt. Dennis hier zum Beispiel sagt, das ZDF muss so bleiben, wie es ist. Es gehört zum letzten Bollwerk gegen das Trash-TV der Privaten. Aber, bevor Sie sich jetzt freuen, Herr Bellut, jetzt direkt weiter. Das ZDF hat junge, gute Ideen, sagt auch hier Freelancer. Nur, sie werden alle wieder verschenkt. Siehe zum Beispiel Stuckrad-Bache, siehe Neo Paradise. Ein ganz großes Anliegen von den Menschen im Netz ist zum Beispiel ZDF. Kultur. Da gab es gute Formate, die fanden junge Leute klasse. Warum wird das eingestellt? Neo Paradise, ganz kurz, die sind uns weggekauft worden. Ja, wir hätten sie gerne behalten. Pro7Sat1 hat sie entdeckt. Nee. Das ist jetzt unfair, Herr Renner. Wenn Sie einen Spieler der zweiten Mannschaft spielen lassen, dann kommt natürlich ein anderer Verein und kauft ihn weg für die erste Mannschaft. Herr Moderator, jetzt muss ich mal sagen, einen Satz muss ich auch mal sagen dürfen. Bitte. Oder? Also, Joko und Klaas sind bei uns aufgebaut worden. Dann haben sie ein Angebot vom Pro7 gekriegt und haben sich dafür entschieden. Das ist normal im Markt. Ja, das passiert. Ist da auch ein Kompliment für uns. Seit wann hat denn Pro7 bei uns Moderatoren abgeworben? Mir gefällt das gut. Und ich sage Ihnen, wir werden welche nachholen. Und bei Kulturkanal ist es ganz einfach so. Wir müssen im Augenblick sparen. Und ich kann so viele Plattformen auf Dauer nicht bestücken. Und Sie haben die Presse nicht richtig gelesen. Ich will die Musikformate erhalten. Ich werde sie erhalten. Warum, verdammt noch mal, soll nicht auch Dreisat innovative, junge Formate im Musikbereich zeigen? Teilweise sind sie schon da. Ich sage Ihnen, keines dieser Musikformate, die Erfolg beim Publikum hatten, die Interesse geweckt haben beim jungen Publikum, werden kaputt gehen. Aber dafür brauche ich keine eigene Plattform. Ja. Herr Bellut, dann eine direkte Nachfrage zu von Sebastian. Wenn ZDF Kultur ganz weg, welche Formate, machen Sie es mal konkret, werden letztendlich von ZDF Neo übernommen werden? Welche sehen die Zuschauer wieder? Und von Dreisat. Also die Musikformate sind mir deshalb überraschend aufgefallen, weil ich bisher immer dachte, es sei in den Spartenkanälen noch vorhanden. Aber vieles ist in den Pay-Bereich gewandert. Und diese Konzerte unplugged oder wie wir das aus Dessau, aus dem Bauhaus machen, die gibt es offenkundig sonst nicht. Das habe ich dadurch auch gelernt. Und das hat mein Interesse auch geweckt. Das alleine war aber nicht der Kanal, sind wir doch mal ehrlich. Da waren aus Geldmangel ganz viele Wiederholungen von alten deutschen Serien. Da war nur ein Kästchen drumherum, damit es Kult war. Aber das ist doch nicht die Botschaft eines solchen Kanals. Ehrlich, wenn Sie das, und der Thoma wird das bestätigen, einen solchen Kanal dauerhaft im Markt halten wollen, müssen Sie was bringen. Sie müssen immer wieder was Neues bringen. Da müssen Sie natürlich ehrlicherweise sagen, dass ZDF Neo auch so ein Wiederholkanal ist, der auch mit alten Serien glänzt. Bleiben wir noch mal bei diesen Digitalkanälen, weil Sie jetzt beide auch drauf gekommen sind, Herr Renner. Wieso haben Digitalkanäle Ihrer Meinung nach das Hauptprogramm oder die Marke ZDF beschädigt? Eigentlich können wir doch hier sagen, wir haben ein Experimentierfeld, dann kann man neue Sachen ausprobieren, die vielleicht dann später ins Hauptprogramm wachsen. Das wäre so, wenn eben halt es wirklich ganz schnell ins Hauptprogramm wachsen würde, aber da fehlt bislang der Beweis. Na, man kann natürlich schön nachher sagen, Joko und Klaas hätte ich auch vorne raufgenommen ins Hauptprogramm. Und sie hängen die ganze Zeit Neo. Ich kenne die beiden oder auch schon. Die wären jetzt wahrscheinlich noch bei Ihnen, wenn die gleich schnell hochgezogen worden wären. Aber das ist nicht passiert. Und da sehe ich sich ein Problem. Wenn man seinen eigentlichen Auftrag hat, Vielfalt herzustellen, mit dem man ja auch ein Publikum, auch ein junges Publikum, bindet. Also ich habe irgendwann mal ZDF, ARD mit ganz vielen Musiksendungen, die es früher noch gab, das gab es früher im Hauptprogramm, lieben und schätzen gelernt. Und deshalb ist es für mich eine positiv belegte Marke. Wenn ich das alles ausgliedere, sobald es Feuilleton wird, rüber zu Dreisat, sobald es Politik wird, rüber zu Phoenix, sobald es Musik wird, rüber zur Kultur, dann wird das Hauptprogramm nicht mehr attraktiv. Ist das eine gute Strategie des ZDF? Ich halte diese 22 öffentlich-rechtlichen Programme, die jetzt bestehen, das ist eigentlich Unsinn. Das ist so eine kanickelhafte Vermehrung, die eigentlich nichts bringt. Weil die haben ja alle keine Reichweiten. Also das heißt, da verteilt sich das nur alles. Man müsste sich viel stärker auf einiges konzentrieren, dann würde das besser gehen. Weil da immer wieder zu sagen, da gibt es ein Problem, dann gibt es einen neuen Kanal. Nein, so kann man das nicht weitermachen. Bei den Privaten schaut das ja anders aus.
aus. Die sozusagen, die visualisieren ihre Archive. Ja? Das heißt also, ob das jetzt im Archiv liegt oder die spielen das ab, bei Comedy oder wie immer, das ist, kostet ja nicht viel. Das hier kostet ja etwas. Und das, da kriegen sie ja mit der Zeit Probleme, weil selbst mit den relativ gigantischen Einnahmen, aber haben sie auch sehr viel Ausgaben und dann geht es eben nicht mehr. Aber wir haben ja... Das ist übrigens richtig, ja. Ja. Man muss sich genau überlegen, wo man investiert. Ja. Ich gucke mir das alte private Programm an und dann gucke ich mir unseren Nachmittag an und sehe Casting, Coaching, Cooking. Wieso liefert das ZDF eigentlich Kopien dessen, was wir vor 10 Jahren bei RTL gesehen haben? Das stimmt so nicht. Aber es ist ein Irrtum, wenn wir beurteilt werden. Wir können nicht in jeder Phase des Programms erhaben und wichtig sein. Ja, wie wir diese Sendung jetzt als wichtig empfinden. Es muss auch im Tagesprogramm irgendwas sein, was nicht gegen die Menschenrechte verstößt, was so ein bisschen entspannt und erholt. Und dann zwischen kommen die Nachrichten, sodass wir da einen Ablauf haben. Es ist ein Irrtum zu sagen, alles muss nur öffentlich-rechtlich sein oder nur privat. Es gab auch bei seiner Zeit immer Überdeckungen von bestimmten Formen. Nur die Charakteristik des Programms des ZDF und von der RTL zum Beispiel ist völlig unterschiedlich, auch am Tage. Ja. Also das ist ein großer Irrtum. Ich finde nur, wir müssen einen insgesamten Anteil an Informationen im Gesamtprogramm haben. Das haben wir, etwa 40% über das Gesamtprogramm. Und auch in der Primetime muss es erkennbar sein, sodass wir uns da nicht gesund rechnen sozusagen, dass wir alles an die Randzonen schieben. Auch das wäre falsch. Sonja. Ich habe einen rosa Frotte-Zwischeneinwurf aus dem Internet, was ganz viele sagen. Jean zum Beispiel sagt stellvertretend für andere, trotzdem begibt sich das ZDF mit dem neuen Wetten, das zum Beispiel und Cindy aus Marzahn auf RTL-Niveau, Herr Bellut. Das ist das Thema Kopie vom Privaten, das in eine ZDF-Sendung eingegliedert wird. Cindy wird jetzt in der New York Times auch gefeiert als was ganz Besonderes. Ja. Es ist ein Abbild der Wirklichkeit. Ich verurteile das nicht. Ja, in meinem Beruf. Jettier nennt das Proleten. Humor. Ja, finde ich schade. Ja. Ich bin ein grundtoleranter Mensch und ich finde, Unterhaltung hat viele Facetten. Ich glaube, dass Wetten, dass nach wie vor keine menschenverachtende Sendung ist, um es jetzt mal ganz deutlich zu sagen. Ja. Dafür sorgt schon Markus Lanz und ich habe nichts gegen Cindy. Das hat er ja bei RTL. Ich finde das eine originelle Variante und sie ist sehr klug, wenn sie mit ihr reden. Ja. War es die richtige Entscheidung, Wetten, das weiterzumachen? War es die richtige Entscheidung, auf jüngeres Personal zu setzen? Markus Lanz, Cindy haben wir gerade... Also ich war bei der allerersten Sendung von Wetten, das dabei. Die war ja, glaube ich, 83. 81. Ja, 81 sogar. Na gut, kann mich sogar nicht deutlich Wetten noch erinnern. Ich muss nur sagen, es ist eine fantastische Sendung. Ist also wirklich sehr gepflegt worden. Ich glaube, es wäre eine gute Gelegenheit, wie Gottschalk aufgehört hat, mit dem Ding auch aufzuhören. Aber ich verstehe, dass man solche Heiligtümer sozusagen auch noch notfalls irgendwie transportmäßig weiterkriegen möchte. Lanz ist eine gute Lösung, muss ich auch sagen, weil er gewisse jugendliche Frischheit hineinbringt. Nur das Format ist nach diesem langen Zeitraum zu Ende. Ist das so, Herr Renner? Hat sich dieses Lagerfeuerfernsehen, wo wir alle als Familie vorsitzen, in Frottee-Wäsche und es gab irgendjemanden, der so ein Buch geschrieben und dann haben wir unsere Stullen gegessen. Ist das vorbei? Gibt es da noch eine Zukunft für am Samstagabend? Auch Musik dort. Ne? Wir haben auch früher alle mal zusammen Musik gehört, das ist richtig. Aber das hat sich mittlerweile schon natürlich versegmentiert. Vor allen Dingen auch dank Internet, dank zeitsouveränem Fernsehen. Trotzdem gibt es bei Wetten, dass junge Bands und das, was gerade in den Charts ist. Ja, wobei... Rammstein müssen wir nochmal reichen. Rammstein waren noch nie bei Wetten, dass sie würden da, glaube ich, auch nicht auftreten und würden vielleicht den Lanz verbrennen, wenn sie es täten. Was? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Aber ja. Nichtsdestotrotz, die Frage, die ich immer radikal stellen würde, ist eine Wetten-Das-Sendung. Ich weiß nicht, wer da noch alles reich wird durch Sponsoring, aber eben halt, die kostet sie 2 Millionen. Und das ist schon mal, daraus kann man 6 Wetten-Das-Sendungen, kann man einen ganzen Kulturkanal draus machen. Das 12 Millionen hat der Etat gehabt. Da frage ich mich, ich glaube, die Kollegen von RTL, sind sie jetzt nicht mehr, würden ihn morgen sofort Wetten, das übernehmen und würden es genauso produzieren, wenn sie müssten? Nee, das ist viel zu aufwendig. Das wäre viel zu teuer. Also das machen die nicht. Ja, die denken nur, wie kann man noch billiger produzieren und deswegen kann man diese ganze Scripted Reality und das alles und bei Sat.1 wird alles wiederholt, möglichst 4-mal am Tag. Also das heißt, da geht es darum, möglichst
möglichst viel Geld herauszuholen. Aber warum sollte Herr Bellut und das ZDF nicht ein Interesse daran haben, Geld in die Hand zu nehmen und Events zu machen, die groß sind und dann auch Quote und Zuschauer bringen? Ja, aber man kann ja sich was Neues einfallen lassen. Ich glaube, das sollte schon drinnen sein. Es ist durch das Supertalent und durch andere sind solche Arten von Wetten-Dass-Sendungen im Grunde genommen überholt heute. Da ist nicht mehr dieses absolut Neue, dieses Überraschende drinnen. Es ist ja in den anderen Ländern, in denen es ja ausgestrahlt wurde, das ist ja ein internationales Phänomen, ist es überall schon beerdigt. Ja? Es ist nur hier, wird es sozusagen am Lerchenberg noch bewahrt. Ich verstehe das, wir haben nichts anderes, daher müssen wir das halten. Ja, also Wetten, das funktioniert hervorragend. Ist die beste eingeschaltete Show in Deutschland. Also 8 Millionen ist, also wenn man Achteinhalb. Die beim nächsten Mal sind wir da. Da müssen wir lange verstricken mit den Superstars, die ja in der Krise sind. Ich würde Ihnen gerne einen folgen, Herr Thoma. Es braucht neue Ideen. Wir suchen danach. Wir haben bisher nicht genug gefunden in dem Bereich Show. D'accord, bin ich einverstanden. Nur sehe ich die Alternative bei den Privatsendern nicht. Nein. Ich sehe DSDS in einer rapiden Abwärtsspirale. Man hat ja das Land schon mehrfach durchgekämmt nach den letzten Talenten. Das Supertalent genauso. Da ist es auch nicht. Wir haben eine Innovation, die anerkannt ist, ist die Heute-Show in einem ganz bestimmten Segment. Da haben wir auch jüngere Leute dahin zugeholt. Oder, Herr Renner? Die singen nicht, aber ein paar Jüngere sind auch da. Ja. Jetzt haben wir viel über die Unterhaltung geredet. Ich würde, bevor wir weitermachen, noch mal einmal ganz kurz aufs Thema Informationen kommen, weil Sie es auch selber angesprochen haben, Herr Bellut. Sie wollen hochinvestigative politische Dokumentationen im Hauptprogramm haben, haben Sie selber gesagt. Das ist der Anspruch, den Sie an Ihre Amtszeit jetzt stellen. Nur eins, Frontal 21 beispielsweise lief in den vergangenen 3 Monaten statt 11 Mal, wie es hätte laufen können, nur 6 Mal. Was ist da mit den hochinvestigativen politischen Sendungen, auf die Sie da setzen? Es gibt immer zu Jahreswende Sonderprogrammierung, ja, die man hat, Mehrteile und anderes. Das fängt sich im Laufe des Jahres wieder ein. Frontal kommt mindestens auf 35, 36, 37 Sendungen in diesem Jahr. Also da gibt es genug Plätze, um die guten Recherchen von Frontal auch zu senden. Sie haben gesagt, 2013, 2014 geht es mit dieser Initiative los. Was können Sie schon ankündigen? Auf was heißes, brisantes, investigatives können wir uns vorbereiten? Das Format? Die arbeiten dran. Ja, das kann man nicht wie am Fließband bestellen. Das muss sich entwickeln. Wir wollen genauso gut auf dem Platz auch gute geschichtliche Dokumentationen zeigen. Also das muss spannend und interessant werden. Aber das ist verdammt viel Arbeit. Gut, jetzt ist März. Gestern dann Abend hat schon sehr gut gelaufen mit Reich und Arm. Gut. Als das ZDF am 1. April 1963 auf Sendung ging, nannten das die Zuschauer das Adenauer Fernsehen. Der heimliche Vorwurf vom Staatssender klebt am Image. Stimmt alles nicht, sagt das ZDF. Doch Kritiker bleiben dabei, der Sender sei fest in der Hand von Parteien und ihrer Vertreter. Ein Riesentanker, das ZDF, 3600 Mitarbeiter und viele Gremien mit vielen Politikern. Der ZDF-Verwaltungsrat ist ein Mini-Bundesrat. Der ZDF-Fernsehrat ein kleiner Bundestag, nur nicht öffentlich. Ich sage jetzt Herr Schröder, weil ich finde diese... Sie können sagen, was Sie wollen. Ja, das sage ich auch. Wenn ZDF-Spitzenpersonal unbequem ist, fordern Spitzenpolitiker in den Gremien schon mal einen Neuanfang. Natürlich. Ganz unabhängig von politischen Fragestellungen, die sich dadurch ja nicht ändern. Kein neuer Vertrag für den damaligen Chefredakteur Brender. Dafür 40.000 Online-Unterstützer. 3 Jahre später ein Anruf aus der Bayerischen Staatskanzlei. Seehofers Sprecher will einen ZDF-Bericht verhindern. Ohne Erfolg. Ein absolut unüblicher Versuch einer Einflussnahme. Nicht nur die Politik, auch die Industrie versucht mitzumischen. Wetten, dass die große Show und manchmal auch die große Werbeplattform. Der beliebte Q3, wir haben ihn hier in Weiß. Schleichwerbung? Ohne oder mit Wissen des ZDF? Der Sender zieht Konsequenzen. Das Versprechen? Gewinnspiele nur noch ohne Autos. Mehr Transparenz für den Gebührenzahler. Reicht das? Genau, das waren wir einen Medienjournalisten, der sagte, sei ein großer Fan vom öffentlich-rechtlichen System, aber gleichzeitig legt er mit großer Freude und immer sehr tief den Finger in die Wunde. Und zwar in seinen Kommentaren und auf seinen Blogs. Hier ist Stefan Niggemeier. Applaus
Herr Nickemeyer, wir haben es gerade im Beitrag gesehen, Politiker überall in den Fernsehräten. Sie haben es auch gesehen, der CSU-Sprecher, der ehemalige Strepp, der beim ZDF anruft, oder jetzt aktueller Fall, Platzex-Sprecher Braune, der sich beim RBB gemeldet hat und sich beschwert hat über die Berichterstattung. Wie kommt es zu dieser Kultur der Einmischung, die es da offensichtlich gibt? Woran liegt das? Das Beunruhigendere sind ja eher die Dinge, die wir nicht erfahren. Also vermutlich gibt es ja einen großen Bereich für jeden Fall, der jetzt rauskommt, den wir diskutieren, von dem wir nichts erfahren. Ich glaube schon, dass es im System angelegt ist, wenn wir es, wie wir es gerade gesehen haben, wenn Ministerpräsidenten in Deutschland im Grunde darüber entscheiden können, wer ist der Chefredakteur im ZDF und wer muss gehen, ohne dass man wirklich eine Begründung dafür hat, dann entsteht, glaube ich, leicht bei Politikern das Gefühl, das ist eigentlich unser Sender. Insofern glaube ich schon, dass das mit angelegt ist. Müssen die Fernsehzuschauer mehr mitreden können in diesen Gremien? Also erstmal müssten die Ministerpräsidenten aus diesen Gremien raus. Also es ist ein Unding, ein Wunder, dass wir im Jahr 2013 immer noch darüber diskutieren. Natürlich hat auch die Politik ein Mitspracherecht, auch bei der Aufsicht von ARD und ZDF. Aber dass amtierende Ministerpräsidenten in diesen Aufsichtsgremien sitzen und dadurch die Regierung im Grunde einen direkten Einfluss darauf hat, wer führt diese Sender, das ist erstmal das Erste. Und dass wir darüber immer noch diskutieren, ist absurd. Genau, das war ein großes Thema bei uns auf unserem Tagplan. Was man im Internet ja selten hat. Hier sagt jemand, auf jeden Fall haben Politiker zu viel Einfluss, ähnliche Meinungen. Politik muss sich vollkommen aus dem Öffentlich-Rechtlichen raushalten. Da bekommen sie Unterstützung, Herr Niggemeier. Und das negativ Spannende ist, dass viele dem Öffentlich-Rechtlichen die Objektivität nicht mehr abnehmen. Badun sagt, die Sendungen, die kritisch sind, die werden in Sendezeiten gedrängt, wo wirklich nur Interessierte zuschauen. In Hauptsendezeiten klopfen sich die Volksvertreter doch nur selber auf die Schulter. Kritische Fragen gäbe es nicht. Und Jürgen sagt, solange die Politik in den Aufsichtsräten sitzt, bin ich mir nicht sicher, ob man von wirklich unabhängiger Berichterstattung sprechen kann. Herr Bellut, trifft Sie das? Nein, das trifft mich nicht, wenn es denn so wäre. Es ist nicht so. Man hat zwei Themen. Einmal, was sitzt in den Gremien? Wer sitzt dort? Das Verfassungsgericht wird sich mit dieser Frage beschäftigen, ja. Und wird dann ein Urteil sprechen, wie viel da als adäquat angesehen werden. Aber der Fernsehrat ist bunt aufgestellt, sind nicht nur Politiker drin. Es sind verschiedenste Institutionen, vom DRK bis zu verschiedenen Verbänden. Die sich dann aber schön sortieren in Freundeskreise der jeweiligen Partei. Herr Niggemeier, dass es nicht parteifrei ist, will ich nicht sagen. Ja. Aber es sind sehr viele, die sich auch als grau bezeichnen. Etwa die Hälfte, die sagen, sie lassen sich diesen Lager nicht zuordnen. Fragen Sie sich selbst. Ja. Sie sind ja alle bekannt. Also, der Intendant wird von denen gewählt. Ich wurde gewählt mit der klaren Ansage, dass ich mir da nicht reinreden lasse. Ja? Ganz klar und unmissverständlich vor der Wahl. Die haben mich trotzdem gewählt, aus ihrer Logik. Ich sage, die haben mich einfach gewählt, weil sie es tatsächlich so wollen. Und der Intendant ist ja dazu da, seinen Mitarbeitern den Rücken freizuhalten von politischen Pressionen. Das passiert ja auch. Aber eins muss ich klar sagen, Kritik ist nicht grundsätzlich falsch. Kritik ist absolut normal in der Demokratie. Wenn eine Partei sich danach über einen Bericht im Wahlkampf beschwert, halte ich das für normal. Für die hängt viel daran. Die sehen irgendwas im Heute-Journal. Also Kritik danach erlaubt. Kritik davor absolut nicht erlaubt. Anrufen und sagen, ich möchte über die Konkurrenzpartei keinen Beitrag haben, geht gar nicht. Da muss ich gar nichts machen. Das wissen die natürlich. Ja. Herr Renner, Sie haben sich beschwert über die Mutlosigkeit im Programm. Glauben Sie, dass das etwas zu tun hat mit der Kontrolle und der Aufsicht, die wir im ZDF haben? Ich glaube schon, dass die Kontrolle es dem ZDF sehr, sehr schwer macht, weil die müssen ja auch ständig mit Leuten reden, die eigentlich keine Ahnung haben. Denn was sie da haben in den Rundfunkräten, was sie da haben, auch von als Politikvertreter, das ist ja in der Regel nicht die erste Garde. Da kommt in der Regel ja auch nicht der Ministerpräsident, sondern er schickt irgendeinen Medienpolitiker. Und Medienpolitik ist in der Politik in der Regel... Ja, und es ist der Plumpsack, der rumgeht, den keiner aufgreifen will. Weil damit kann man nichts gewinnen, damit kann man in der Regel in der Partei nur verlieren. Das heißt, sie haben nicht mal die wirklich guten Leute, die ihnen dazu arbeiten würden. Das heißt, sie haben eher in der Regel eine Determinante als Unterstützung. Das finde ich unfair gegenüber den Leuten, die da sitzen. Ich weiß noch, als ich mit Satire anfing als Programmdirektor, und ich hatte eine ehemalige Bundesministerin der SPD als Ausschussvorsitzende für meinen Ausschuss. Dann holte sie mich zur Seite und sagte, Sie wollen doch jetzt damit anfangen. Machen Sie es hart, sonst wirkt Satire nicht. Die hat nämlich eine DDR-Vita, die weiß ganz genau, Satire kannst du nicht bündeln. Das ist nicht so einfach, wirklich nicht. Warum soll ich Ihnen was vormachen in der Sache, wenn wir nicht modern genug sind?
sind wir selber schuld. Wir können das nicht auf die Gremien rausreden. Ich habe das ja als von innen gesehen. Ich war ja 3,5 Jahre Medienberater des damaligen Ministerpräsidenten Clement in Nordrhein-Westfalen. Das war genau die Frage, wie der Übergang von Stolte auf Schächter war. Ich habe also diese ganze Geschichte gesehen. Das Ergebnis war, dass dann Herr Clement als Ministerpräsident gesagt hat, Ministerpräsidenten haben nichts verloren im ZDF und zurückgetreten ist. Frau Simone ist damals von Schleswig-Holstein auch zurückgetreten. Ja. Sonst ist niemand zurückgetreten. Der Rest ist wieder brav drinnen geblieben. Und natürlich ist es stark politisch. Das können Sie nicht sagen. Kann niemand von Ihnen verlangen. Aber was völlig richtig ist, ist, dass es gibt hier zwei Freundeskreise. Und wenn es wirklich auf ganz wichtige Entscheidung ist, dann teilt sie sich das wie Weiland das Rote Meer. Und Sie können trockenen Fußes dazwischen durchgehen. Es ist eine Parteiveranstaltung. Dass das nicht so passiert, dass was Sie Instruktionen bekommen, das weiß ich auch. Ich habe das ja erlebt. Aber das läuft anders. Und siehe, man kann über die Personalbestellung und Ähnliches, kann man natürlich Einfluss haben. Und die große Frage ist, wie kriegt man das weg? Höchstwahrscheinlich gar nicht. Haben Sie einen Vorschlag, Herr Niggemeier, wie kriegt man das weg? Ich weiß es nicht, es ist extrem hartnäckig. Also was man auch sagen muss, ist es immer noch so, dass auch die Hierarchie von oben durchdekliniert wird. Einer für die CDU, einer für die SPD. Also der Intendant ist klassischerweise beim ZDF auf CDU-Ticket, der Chefredakteur auf SPD-Ticket. Ich bin aber kein Parteimitglied und zum Beispiel beim neuen Programmdirektor. Ich weiß nicht, was er wählt. Er hat es mir auch nicht verraten, ich habe ihn nicht gefragt. Also da müssen Sie eins sehen, es verändert sich doch viel. Der Durchschnittswähler ist oft ein Wechselwähler mittlerweile. Ja. Es gibt diese Zuordnung nicht mehr. Ja. Es gibt den Versuch zu sagen, es muss ausgewogen sein. Das halte ich im Prinzip auch für richtig. Es darf aber nicht dazu führen, dass Minderqualifizierte auf Posten kommen, für die sie eigentlich nicht geeignet sind. Die Idee, ein Aufsichtsgremium zu haben, wo gesellschaftlich relevante Gruppen drin sind, ist eigentlich eine gute Idee. Jetzt haben wir vorhin darüber geredet, dass das ZDF ein Problem hat, gerade mit jüngeren Zuschauern. Mir ist aufgefallen, als ich mal so reingeguckt habe, wer drin sitzt im Fernsehrat, da ist kein Studentenvertreter drin, da ist kein Schülervertreter drin, ist kein Elternvertreter drin. Ist dieses Gremium noch so aufgestellt und orientiert sich eigentlich in seiner Zusammensetzung an dem, was wir eigentlich heute in unserer Gesellschaft noch erleben? Na, ein paar Jüngere könnten schon drin sein, ja. Das fände ich auch. Das liegt aber am Gesetzgeber, wen er da hinschickt. Ja. Die Parteien, die hier kritisiert wurden, haben auch viele Jüngere geschickt. Also es könnten mehr sein, ganz ohne Frage. Ja. Das würde mich auch freuen. Aber nochmal, das ist keine Entschuldigung, dass wir zum Beispiel im Programm nicht jung genug sind. Das ist unsere Sache. Ja. Das wird nicht davon gebremst. Das würde vielleicht stärker gefördert werden, mag sein. Das hat damit auch was zu tun. Aber diese bequeme Tür will ich nicht nehmen. Aber in dem Moment, wo Sie was Politik an Ihnen ein großes Interesse hat, auch als Plattform für die Politik, für diese endlosen, nicht erträglichen Talkshows mit den Spitzenpolitikern, die immer selber erzählen, solange Sie als Plattform da wichtig sind, brauchen Sie eine hohe Quote, brauchen Sie eine hohe Relevanz für die. Sagen, die vier Talkshows sind in der ARD und nicht bei uns. Wir haben Maybrit Illner. Ach so, und hier Login auf das verstehe ich. Ich habe das nicht sofort verstanden. Also, gut, haben das haben wir jetzt ganz raffiniert. Ja. Und geben schnell das Versuch. Genau, denn die Zuschauer haben eine Idee, wie man das regeln könnte. Die sagen nämlich, Politiker einfach generell raus aus diesen Gremien. Hier schlägt jemand vor, Carsten, dass einfach die Gremien mal ein Update bekommen. Was ich schon immer sagen wollte, der Fernsehrat muss unbedingt überarbeitet werden. Und neues Thema, was ganz viele interessiert, ist das Thema Transparenz. Thomas Pfeiffer sagt, ich wünsche mir, dass das ZDF seine Finanzen komplett offenlegt, inklusive Kosten für einzelne Sendungen. Wie viel transparenter könnten wir werden, Herr Bello? Wie viel transparenter müssen wir werden? Nur ein Satz noch. Parteien sind keine kriminellen Vereinigungen. Dass Mitglieder von Parteien in den Gremien sind, ist okay. Es dürfen nicht zu viele sein. Also naja, Transparenz. Wir arbeiten. Kleiner Einwand hier. Wie soll ein Sender die Politik kontrollieren, wenn sie von ihr abhängig ist? Ich bin nicht abhängig. Ja. Also ich muss mich ja alle 5 Jahre wählen lassen. Und wenn mir eine Personalie reingedrückt würde, würde ich nicht weitermachen. Ganz einfach. Ich finde, das ist eine Sache der Zivilcourage, die man durchziehen muss. Und das gilt für meine Direktoren genauso. Ja. Sie würden das ja merken. Die Parteien sind die Träger auch dieses Staates, das muss man mal sehen. Das sind demokratische Parteien, die sollen ja auch drinnen sein. Und das ist ja eine öffentlich-rechtliche Institution. Die Frage ist, in welcher Rangordnung, ob das Ministerpräsidenten sind. Und ich finde, von den ganzen sogenannten Grauen, da wird so viel Etikettenschwindel betrieben, wenn der Ruderer immer zufällig CDU ist und der Radfahrer ihr Vertreter ist, also SPD. Wozu? Dann soll man es doch gleich so sagen. Jetzt wollen unsere User unbedingt über das Thema Transparenz reden.
einmal konkreter, dann haben wir was zum Diskutieren. Daro sagt, wenn man zumindest zur Hälfte mitentscheiden könnte, was mit den Rundfunkgebühren passiert, dann würde ich sogar gerne bezahlen. Herr Niggemeier, was heißt mehr Transparenz Ihrer Meinung nach? Was soll endlich öffentlich werden? Wir hatten diese Frage ja gerade auch schon vorher. Also ich glaube, es muss alles viel öffentlicher werden. Also es müssten zum Beispiel auch diese Sitzungen von Verwaltungsrat oder Fernsehrat in einem viel größeren Maße öffentlich sein. Und man kann sich hinterher diese Pressekonferenzen angucken und man hat das Gefühl, es ist wirklich so eine Blackbox, wo man überhaupt nicht mitkriegt, was da passiert. Ich habe jedenfalls nie das Gefühl, dass das ein Sender ist, den ich bezahle mit meinen Rundfunkgebühren. Ich hab so ein bisschen Probleme damit zu sagen, es sollen alle Zuschauer im Grunde mitentscheiden. Dann haben wir am Ende wieder eigentlich ein sehr kommerzielles System, wenn wir am Ende immer die Mehrheit entscheiden lassen, was soll mit den Gebühren passieren. Ich finde aber, dass wir, wenn wir alle dafür zahlen, und ich finde es richtig, dass wir alle zahlen, aber wenn wir das tun, haben wir einen Anspruch darauf zu erfahren, was mit dem Geld passiert. Was würde Sie am meisten interessieren? Also eine naheliegende, also immerhin grob die Zahl bekannt ist, die Champions League, die irgendwie, ich glaube, 50 Millionen Euro kostet, was ich schon mal eine ungeheure Summe finde. Wie viel kostet sie? Ich dementiere nicht. Ja, genau. Ich weiß, was sie kosten. Wir dürfen vertraglich solche Summen nicht nennen. Ja. Es ist auch unklug, weil die Konkurrenz in anderthalb Jahren ganz genau weiß, so viel haben die bezahlt, okay, dann legen wir das mal zur Seite und steigen da ein. Ja. Aber dann dürfen Sie diese Verträge nicht. Ich weiß, was das ungefähr kostet. Also dann dürfen Sie diese Verträge nicht abschließen. Das ist ja die Frage, die dahinter steht. Warum muss das ZDF da Sat.1 die Rechte wegkaufen? Aber im Grunde glaube ich auch, es müssten ganz viele Zahlen über was Programme kosten, was das ZDF für verschiedene Programme ausgibt, öffentlich werden. Das wird schmerzhaft, weil ich weiß schon, dass die Bild-Zeitung ungefähr jede Zahl davon skandalisieren würde und sagen, das ist aber viel zu viel, was wir im Zweifel gar nicht beurteilen können. Ich glaube aber, da muss man durch. Nun hat das ZDF vor wenigen Tagen ja angefangen. Es gibt eine auf den Seiten, wer auf das Unternehmen ZDF geht, kann inzwischen lesen, Staatsvertrag und Satzung, Compliance-Regeln, Gehälter der Geschäftsleitung. Hier ist es auch aufgeführt, Herr Bellut. Warum plötzlich dieser Sinneswandel? Darf ich da mal kurz sagen? Ich kann jedem empfehlen, sich das anzugucken. Das klingt so toll als Transparenz. Wenn man sich das anguckt, ist das sehr, sehr ernüchternd. Also da stehen dann Durchschnittswerte. Es ist der Anfang, Herr Niggemeier. Ja, es wird kommen. Also nur ein Satz zur Transparenz. Sie haben recht. Wir müssen mehr transparent sein. Wir werden auf dieser Seite auch genau zeigen, wie viel Prozent gehen in Sportrechte, wie viel in Fiction zum Beispiel, wie viel in Nachrichten und anderes. Das werden wir machen. Wir arbeiten gerade dran. Das ist kompliziert zu rechnen. Wir werden das hinbekommen. Geheim ist das nicht. Wir haben jedes Jahr Haushaltsberatungen. Da kommt nur keiner von der Presse. Und im Jahrbuch steht, das steht da schon drin. Aber trotzdem, damit will ich mich nicht ducken. Ich will das auch auf der Internetseite haben. Zur Champions League will ich mich einfach verteidigen. Ich möchte die gern weiterhaben. Bei uns gucken 30% mehr als bei Sat.1, ja, weil wir eben eine vitale Plattform sind. Und jeder Sender braucht Leuchttürme der Aufmerksamkeit. Jeder hat eine andere Auffassung. Wetten, das, Fiction. Und es ist ein Gesamtkompendium. Wir haben uns für Champions League entschieden. Das war eine kluge Investition, Herr Thoma. Das müssen Sie zugeben. Ich weiß, ich habe es damals Den Satz möchte ich nur sagen. Die Privatsender dafür kaufen alles vom amerikanischen Markt weg. Ich hätte auch gern so Big Bang Theory, was auf ProSieben läuft. Ich kriege es nicht. Es ist weggekauft, weil 300 Millionen jährlich dort vertickt werden, ja, und das landet bei den Privatsendern. Ich kann es mir nicht leisten. Insofern, ich beklage mich nicht darüber. Man könnte mir sagen, dann investiere anders. Und das sage ich auch ProSieben Sat.1. Wenn ihr es hättet haben wollen, dann investiert darauf. Ich muss doch als Intendant sagen, das scheint mir lohnend und das nicht. Aber ich weigere mich zu sagen, ich werde auf einmal ein lauer Sender, der in der Primetime nur noch Opern zeigt. Das ist sicherlich günstiger als Champions League. Und dann haben wir ein ganz anderes Publikum. Sie sind doch in einer ganz anderen Weise ein lauer Sender, wo tatsächlich in einer Schiene zwischen nachmittags bis 20.15 Uhr und auch darüber hinaus also jeden Abend Routine ist. Sendungen, die anscheinend Leute auch routinemäßig jeden Tag angucken, aber bei denen keiner hinterher sagt, schön, dass ich das gesehen habe, dafür zahle ich gerne Gebühren. Aber das ist das Problem zum Beispiel beim Sport, ist, dass sie natürlich mit Gebührengeldern dann hier einen Sport hochkriegen, den Fußball, der eh schon überhitzt ist und da werden noch höhere Gagen und noch jeder Platzwart bekommt heute schon gewaltige Gagen und das wird immer mehr. Und die Privaten sind ja ausgestiegen. RTL hatte ja von allen Anfang an die Champions League. Ich habe sie damals gemeinsam mit dem Präsidenten von der UEFA entwickelt, ein bisschen den Fernsehteil. Und ich habe sie lange gehabt, aber das ist heute zu teuer geworden. Selbst dem Marktführer ist es zu teuer geworden. Treibt das ZDF mit Gebührengeldern diese Preise hoch?
Nein, das glaube ich nicht. Wir werden es sehen. Diese Diskussion wird ja mit der Transparenz kommen. Ich stelle mich ja dieser Diskussion, sonst wäre ich ja nicht hier. Ja? Also ich bin bereit, darüber zu reden. Im Augenblick glaube ich, es war eine richtige Entscheidung. Die Zukunft wird zeigen, wo wir investieren. Wir werden das nicht in allen Bereichen weiter so machen können, wenn der Kurs im Augenblick so weitergeht. Das muss ich mir genau überlegen. Aber wir werden über Transparenz natürlich stärkere Programmdiskussionen haben. Nur, wir können nicht darüber abstimmen, was wir da machen. Das geht nicht. Ich bin doch dafür verantwortlich, dass ich ein Programm baue, so wie ich es für richtig halte. Sie suchen, Herr Niggemeier, nach Erhabenheit. Das verstehe ich als Kritiker. Aber das Leben besteht nicht nur aus Erhabenheit. Das kann man immer wieder machen. Das Problem ist auch meiner Meinung nach ein anderes. Diese Transparenz bringt relativ wenig. Weil wenn ich feststelle, dass ich viel zu viel Geld für etwas ausgebe, dann ist das ja, was hilft mir das? Da gebe ich es noch immer aus. Das Problem ist, dass diese Anstalten viel zu groß sind. 3.624 und ein Viertel Personal haben. Den Viertel kennen Sie selber wahrscheinlich auch nicht. Aber 3.600, RTL hat 800 Mitarbeiter und die anderen auch. Das heißt also, da fängt es schon an. Aber ganz ehrlich, hätten Sie damals bei RTL wirklich gesagt, hier schaut her, das haben wir für die Champions League bezahlt, das bekommen unsere Moderatoren bezahlt, das bekommt jetzt heute Frau Schäfer Entschuldigung, bezahlt, wir haben keine Gebühren kassiert. Bei Motormusik machen und diese Zahlen alle Transparenz machen? Wir haben ja keine Abgabe, die selbst jemand zahlen muss, der halb blind ist und keinen Fernsehapparat hat. Also das ist ja wieder was anderes. Das kriegt der untertitelte Programme, möchte ich jetzt mal sagen. Nicht? Mit großem Aufwand. Das ist aber auch das Mindeste. Gut. Jetzt haben wir noch ganz viele Fragen von euch zu Hause. Und wir sind wie immer bemüht, diese Fragen auch vollständig zu beantworten, bevor wir dann gleich hoffentlich noch ein bisschen mehr über das Thema Champions League und andere Dinge reden. Und Sonja, da gibt es wie immer Login direkt. Genau, wir bemühen uns nicht nur, wir tun es einfach. Klickt mal auf login.zdf.de, da findet ihr unsere Abstimmung. Und da könnt ihr uns sagen, wer euch hier heute Abend überzeugt, wer recht hat. Und damit ihr das noch besser und fundierter entscheiden könnt, machen wir jetzt einmal Argumente im Schnelldurchlauf. Herr Renner, Herr Bellut, kommen Sie doch mal bitte zu meiner Rechten und Linken. Wenn Sie sich hier so aufs Eck stellen, haben Sie auch schickes Licht. Wir zeigen euch jetzt, also wir fragen ganz viele Fragen, die ihr vorab schon gestellt habt. Sie beide würde ich bitten, relativ kurz zu antworten, eher so Twitter-Länge von der Orientierung her. Und dann könnt ihr die beiden gut miteinander vergleichen. Wir haben 2 Minuten 30 Zeit und starten jetzt. Herr Bellut, wir fangen mit Ihnen an. Genügt nicht eine tägliche Kochshow am Mittag und maximal 2 Krimiserien am Abend? Warum? Sie werden gesehen und ich hänge nicht an der einzelnen Zahl, sondern es ist ein Mix des Programms. Ja. Mhm. Nächste Frage. Herr Renner, wenn Sie ein Jahr lang den Job von Thomas Bellut übernehmen würden, was wäre Ihre allererste Amtshandlung? Ich würde den Champions League-Vertrag kündigen und ich würde Wetten, das abschaffen und das Geld nehmen, um ein spannendes, innovatives Programm zu machen, was nicht mehr stattfindet. Die nächste Frage von Jürgen Barr. Herr Bellut, ist die Quotenmessung noch zeitgemäß? Ja, sie ist ein sicheres Feedback für die Quantität, aber nicht für die Qualität. Das ist deutlich schwerer zu ermitteln. Ja, darüber haben wir heute Abend bisher auch zu wenig geredet. An meiner linken Seite kichert es. Ja, wenn man weiß, wie die Quote erhoben wird, wenn man weiß, wie die GfK da vorgeht, ist Anachronismus. Das letzte Jahrtausend, das geht heutzutage schon sehr anders. Da haben aber eben halt alle Player ein Interesse, jetzt nicht sofort zu wechseln und wirklich zeitgenau Quoten zu bekommen. Tausend. Wichtig, andere Jahrtausend, das war das letzte Jahrtausend. Ach so, ja, Jahrtausend. Und auffällig ist ja auch dort, wo man harte Zahlen hat, interessiert sich ZDF auch nicht zum Beispiel. Weil wenn man ich nachfrage, wie sind denn die Online-Abrufe, dann weiß immer keiner die Zahlen. Ja, am Online wird gearbeitet. Wir diskutieren das gleich noch ein bisschen. Sören möchte von Ihnen wissen, können Sie mir versichern, Herr Bellut, dass beim ZDF keine Honorare der Moderatoren von der Quote abhängen? Ja. Kurz und schmerzlos. Lars möchte wissen, das Internet wird das klassische TV ablösen, früher oder später. Wie lange geben Sie dem Fernsehen noch? Ich glaube, es ist schon vorbei in einer Generation unter 20. Ich glaube, es wird bei unserer Generation, da tue ich mir Herrn Bellut und mich in einen Topf, noch eine ganze Weile dauern. Die nächste Frage wieder an Sie beide kommt von Sebastian, der sagt, wie wird die Fernsehlandschaft in 25 Jahren aussehen? Wird es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner jetzigen Form nur noch geben, Herr Bellut? In der jetzigen Form weiß ich nicht, es wird ihn noch geben, da bin ich mir sicher, weil die Privatsender eben Rendite machen wollen. Wir sind für Inhalte da. Ich glaube, dass der Markt dafür weiter da ist. Mhm. Ihre Antwort, Ihre Prognose? Es wird sie dann noch geben, wenn es Ihnen gelingt, jetzt neue junge Zuschauer zu gewinnen, so wie ich irgendwann mal gewonnen wurde vom ZDF und von ARD mit Sendungen, die auch für mich zeitgemäß waren, als Jugendlicher, als junger Mensch.
So, 10 Sekunden, ganz schnell, Herr Bellut. In letzter Zeit hatte Markus Lanz in seiner Talkshow auffällig häufig Gäste aus dem Dschungelcamp zu Gast. Haben Sie mal überprüft, ob der nicht vielleicht einen Geheimvertrag mit RTL hatte? Hat er nicht. Das ist das bunte Leben bei Markus Lanz und ich finde, er macht das klasse. Er hat auch Politiker dort zu Gast und es ist die jüngste Talkshow im deutschen Fernsehen und die erfolgreichste. Warum soll ich ihn dafür tadeln? Soweit die Argumente im Schnelldurchlauf. Ihr entscheidet, wer von den beiden Herren hier heute Abend recht hat. Klickt auf login.zdf.de und am Ende der Sendung gucken wir uns dann das Ergebnis an. Und jetzt gucken wir noch mal auf den, und ich sage absichtlich Lerchenberg. Aus dem Mainzer Männchen ZDF ist längst ein internationaler Medienkonzern gewesen. Erstaunlich, wo dieses Haus überall die Finger mit im Spiel hat. Da sagen inzwischen manche, Mensch, also für eine krakenhafte Mediengeschäftsanstalt waren unsere Rundfunkbeiträge eigentlich nicht gedacht. Großes Fernsehen. Guten Abend zusammen. Fußball für alle. Die Champions League, live im Zweiten. Um die 50 Millionen Euro soll die Champions League-Saison gekostet haben. Das wären fast 3 Millionen Gebührengelder pro Anstoß. Eine Top-Ausgangsposition. Nicht für die private Konkurrenz, die guckt in die Röhre. Bloß nicht den Anschluss verpassen. ZDF-Mediathek, Heute-App. Das ZDF powert im Netz. Verleger fürchten die Gebührenkonkurrenz. Verzerren ARD und ZDF den freien Markt? Über 180 Tochterfirmen der Öffentlich-Rechtlichen. Gebühren für ein Geflecht aus Beteiligungen. Phoenix, Dreisat, Arte. Ist das noch Grundversorgung? Oder ist weniger vielleicht mehr? So, und dann fangen wir gleich beim Internet an. Abspecken fordert Spiegel Online heute. Herr Niggemeier, gehören die Online-Aktivitäten des ZDF für Sie zur Grundversorgung dazu? Für mich ja. Jetzt hätten Sie nichts, worüber Sie schreiben können. Das wäre jetzt umgefallen, wenn Sie was anderes gesagt hätten. Ich glaube, dass gerade in der jetzigen Zeit, wo man sieht, wie schwer es ist, gute Inhalte zu finanzieren mit Werbung oder mit irgendwelchen anderen Modellen, dass das ein wunderbarer Auftrag für dieses Bezahlsystem, was wir ja schon haben, ist, sozusagen auch im Internet gute qualitätsjournalistische Inhalte anzubieten, die sich anders schlecht finanzieren lassen. Sie gehen jetzt nur auf die qualitätsjournalistischen Gebote, Herr Renner. Sie arbeiten in einer kreativen Branche, wo es eine Reihe von kleinen Unternehmen gibt, die sich auch Gedanken darüber machen, wie man mit Bild-, Text- und Videoformaten ein Geschäftsmodell machen kann. Ist das richtig, wie sich das ZDF online ausbreitet oder wedert es da im Feld der privaten Anbieter? Was meinen Sie? Nein, ich bin da komplett bei Herrn Niggemeier. Ich habe mit dem ZDF teilweise ein Problem bei der Verspartung im digitalen Bereich, aber nicht im Online-Bereich. Ja. Im Gegenteil, ich glaube eben halt, im Online-Bereich ist eine Sache, für die das ZDF nichts kann, sowas wie der 7-Days-Catch-up, also dass viele Sendungen nach 7 Tagen wieder entfernt werden müssen, völliger Wahnsinn. Da werden von meinen Gebührengeldern Sendungen produziert und die darf ich mir nachher nicht mehr angucken, weil die KEF in einem Kompromiss will, dass sie dann wieder verschwinden. Da ist der Fehler und da wird tatsächlich auch dem ZDF die Zukunft schwer gemacht. Jetzt reden wir mal genau über diese Videos, die da rausgenommen werden sollen. Das kennt, glaube ich, jeder, da hat sich auch jeder schon drüber aufgeregt. Wenn ich es jetzt richtig in der Zeitung gelesen habe, und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch verstanden habe, wollten ARD und ZDF noch ein Bezahlangebot für Videos gründen, was vom Bundeskartellamt untersagt worden ist. Aber Herr Bellut, allein die Idee, wieso sollen wir da plötzlich für Videos zahlen, die wir doch schon bezahlt haben? Die Sie auch schon gesehen haben in der Mediathek. Also das sind Dinge, die schon mal free zu sehen waren und die man dann zusammen mit dem Produzenten, übrigens das kam aus Gesprächen mit dem Produzenten, die glauben, dass alte Filme einfach da rumliegen und nichts damit passiert, die würden damit in den Vertrieb gehen und das würde 50-50 geteilt zwischen dem Produzenten und dem Sender. Dann geht der gesamte Vertrieb noch runter. Es ist nicht, wir werden nicht reich dadurch. Es war ein Versuch, in diesen Markt reinzugehen. Wir sind sogar verpflichtet, kommerziell auch tätig zu sein. Denn all das, was wir einnehmen, müssen wir angeben bei der KEF und das wird uns abgezogen. Dann senkt also das Gebührenaufkommen. Das halte ich für richtig. Ja, aber das einzelne Geschäft muss man sich angucken. Ja. Herr Thoma, wir haben gerade über die Champions League geredet, aus unterschiedlicher Perspektive. Trotzdem noch mal die Frage auch an Sie als privaten Rundfunkmanager. Ist es eigentlich richtig, dass sich das ZDF auf diesem Markt bewegt, dass das ZDF da ordentlich Geld reinsteckt? Es gibt Menschen, die sagen, oder gerade auch
Konkurrenten, die sagen, da wird der Markt verzerrt. Ja, sicherlich, weil es ist ja mit, sozusagen nicht mit frei finanzierten Einnahmen, sondern eben mit einer Zwangsgebühr finanziert. Ich glaube, dass das ein Irrweg ist. Wenn schon die Privaten aussteigen, dass dann die Öffentlich-Rechtlichen sozusagen sagen, uns ist es nicht zu teuer, wir machen es weiter, das verzerrt den Markt in jeder Form, aber auch gegenüber dem Sport, das bringt auch nichts. Aber Herr Thomas, wir finanzieren doch auch die Nachrichten mit Zwangsgebühren. Diesen Ausdruck, da kriege ich schon die Krise. Ja. Zwangsgebühren, das sind Gebühren. Dafür müssen wir ein bestimmtes Programm anbieten. Na ja, gut, freiwillig werden es nicht bezahlt. Ja. Also, ich glaube schon, dass die Mehrzahl der Zuschauer die Gebühren gerne zahlen. Ja, sind ja auch Zwangssteuern. Das kann man ja genauso sagen. Warum gucken denn in der Primetime aber die meisten öffentlich-rechtliche Programme? Konkurrenz gemacht. Ja, genau. Sie werden nicht erleben, dass der Staat ankommt und mit Steuergeldern einsetzt, um Privatwirtschaft Konkurrenz zu machen. In diesem Fall tut es, wenn es zum Beispiel um Sportrechte geht. Und das ist völlig aberwitzig. Ich würde mich wünschen, meine Steuern werden Theater bezahlt, da werden Konzertsäle bezahlt, da werden Opern bezahlt, aber eben halt nicht die O2-Arena in Berlin. Das können gerne andere Leute machen. Bitte geben Sie mir einfach gute Kultur, gute kontemporäre Kultur und ich bin glücklich. Herr Renner. Es gibt Märkte auf der Welt, wo nur Privatsender da sind. Gucken Sie sich die USA. Da stehen sich Privatsender feindlich gegenüber, machen Politik, was der politischen Kultur nicht geholfen hat. Oder das Beispiel Berlusconi. Das heißt also, ich behaupte, es ist wichtig, dass es auch Fernsehunternehmen gibt, die sich nicht am Markt finanzieren, die eine andere Aufgabe haben. Bin ich komplett bei Ihnen. Dann sind wir einer Meinung. Herr Thomas, Sie können doch, die RTL könnte doch eigentlich froh sein, dass wir diese Sportrechte wegkaufen vom Markt, dann muss RTL das Geld nicht bezahlen und die Rendite stimmt trotzdem noch wunderbar, oder? Ja, Sie haben es ja freiwillig nicht mehr bezahlt. RTL ist ausgestiegen seit vielen Jahren schon. Deswegen ist es ja, weil es ganz einfach zu teuer geworden ist. Das lohnt sich. Ist auch zu teuer geworden. Man kann Werbung bei Sportereignissen schwerer einplanen als bei einer Serie, ja, die über Wochen läuft. Ich habe es ja mal versucht zu ändern, aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, dass schlicht und einfach hier ein Wettbewerb sozusagen, wie Sie völlig richtig sagen, mit Steuern stattfindet oder mit Gebühren oder wie immer. Und das geht so nicht. Ja. Aber wir bewegen uns doch auch, wenn wir einen Film kaufen, wenn wir einen James Bond oder so etwas kaufen, im Wettbewerb mit anderen Anbietern. Aber was verlangen Sie von uns, dass wir sozusagen unser Geld nehmen, keusch da stehen und irgendwo bieten, nur im Lande produzieren? Ich weiß nicht, selbst wenn wir die Mehrteiler jetzt unsere Mütter, unsere Väter machen, könnte man doch auch sagen, das würde aber auch gut bei Sat.1 passen, würde denen gut gefallen, das kaufen die uns alles weg. Also ich finde das Argument... Kaufen kann keine Rede sein. Das ist ja etwas, was wirklich eine eigenständige Aufgabe ist. Um das geht es ja nicht. Aber ich sage gerade bei Fußball, wer die Kamera dorthin hält, ob das eine öffentlich-rechtliche oder eine private Kamera ist, das zeigt ungefähr die gleichen Bilder und die Spieler spielen, wie gesagt, auch gleich. Also die sind nicht öffentlich besetzt. Das beseelt, bei der Oscar-Übertragung bei anderen genauso. Wir sagen Österreich, egal, wer es endet. Was Sie gerade gesagt haben, Herr Bellut, finden unsere User, steht das ZDF gar nicht da oder die Öffentlich-Rechtlichen. Lars sagt zum Beispiel, die Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen ist, die Grundversorgung mit Informationen sicherzustellen. Und dazu braucht man nicht ARD, ZDF, XYZ, dritte Programme, Arte, 3, Sat.1 Plus und auch noch diverse andere Spartenkanäle. Da würde Phoenix zum Beispiel völlig ausreichen. Herr Thoma, machen sich die Öffentlich-Rechtlichen zu breit auf dem Markt? Naja, sicherlich. Und die Tragik ist dabei, dass sie trotzdem die ganz Jungen, zum Beispiel die Erstwähler, auf die es ja wirklich ankommt, überhaupt nicht mehr erreichen. Dort ist jetzt ein privates Duopol von zwei großen Gruppen. Das ist schlimmer wie in Italien. Also wir haben nur Gott sei Dank noch kein Berlusconi, aber vielleicht kann er ja noch kommen. Ist aber ein bisschen steil der Vergleich, oder, Herr Niggemeier? Ja, ich glaube, da fehlt natürlich auch das Interesse der Privatsender in Deutschland, also die überhaupt die Publizistik. Ja, noch, aber es kommt doch immer auf die Möglichkeiten an. Sonst könnte man Frau Merkel auch zur Diktatorin ernennen und sagen, sie macht es ja brav und sie tut ja auch nichts und sie ist ja demokratisch, was durchaus zutrifft. Aber trotzdem haben wir unsere Regeln und die kann doch nicht ein Monopol von 90% zulassen. Ich weiß ja nicht, wo das hingeht. Auf der einen Seite haben wir die zwei private Private Equity Firmen, die jetzt verkaufen wollen und auf der anderen Seite RTL, wenn der Preis stimmt, verkaufen die auch. Und wer kommt dann? Aber ehrlich gesagt, das ist exakt die Logik unseres dualen Systems, zu sagen, man weiß nicht, was aus diesen merkwürdigen privaten Sendern wird. Es gibt wird. Kein duales System. Die haben doch, keine, da gibt's die Öffentlich-Rechtlichen nein, auf die haben bei den Jungen keine Reichweiten mehr. Das stimmt. Das ZDF, die beiden privaten Sender. Also der Infokanal und Neo. Ich habe die Zahlen hier. Nein, Sie haben sie nicht. Ich habe sie. Die erreichen, Neo hatte kürzlich über 1 Million am Abend. Na ja, gut, auch Login, über
bereitet immer wieder 200.000, 150.000. Bis von 14 bis 29 hatten sie inklusive Sport und allen 22 Kanälen 14,3%. ARD und ZDF und alles drum und dran. Das ZDF hatte das jüngste Flottenergebnis seit Mitte der 90er. Ja, und ich werde Sie noch überzeugen mit Neo und Info. Es ist natürlich nicht hilfreich, wenn wir einerseits dem ZDF immer vorwerfen, dass sie so quotenfixiert sind und dann an einer anderen Stelle, wenn man ein Programm hat wie ZDF Kultur, was sehr wenig Leute gucken, aber meine Mutmaßung ist, viele Leute, die es geguckt haben, sehr glücklich gemacht haben und ihnen ein sehr gutes Gefühl gegeben haben, dass da ihre Gebühren angelegt sind, dass wir ihnen das dann vorwerfen. Nein, das ist überhaupt nicht vorzuwerfen, es geht ja um was ganz was anderes. Das ist auch übrigens gegen die Krake. Wir müssen das machen. Nicht verstanden. Nein, aber Sie stellen es ja an. Wir müssen das zurückziehen. Jetzt haben wir folgende Situation. Ja, das müssen wir schon noch klären. Das duale System, was Sie sagen, heißt, das ist ja in Ordnung, ist ja auch vom Verfassungsgericht vorgegeben. Aber es gibt es nicht mehr in der Form. So, der Punkt ist gemacht, Herr Thoma, jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir müssen nämlich mit Blick auf unsere Sendezeit schnell auf unsere Abstimmung schauen, Sonja. Und unseren Zuschauern ging es genauso wie Herrn Thoma. Gerade bei dieser Diskussion finde ich es schade, dass alles so schnell ging und bald auch schon zu Ende ist. Jetzt nämlich. Wir haben euch am Anfang gefragt, wer hat euch hier heute Abend überzeugt? Ihr habt euch die Argumente angehört und hier kommt das Ergebnis. Ich kann euch sagen, es war unfassbar knapp und es haben richtig, richtig viele Menschen mit abgestimmt. Und mit 59% sagt ihr, Tim Renner hat recht, wenn er sagt, das ZDF ist ein bisschen gestrig und braucht vor allen Dingen mehr Mut. Und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt. Jetzt haben wir knapp eine Stunde lang diskutiert. Es gibt jetzt nichts mehr zu gewinnen, zu verlieren. Und da wir jetzt den Zuschauern mehr Mut gefordert haben, gibt es noch eine Frage zum Schluss und hoffentlich von Ihnen gute Vorschläge. Sie haben, stellen Sie sich das vor, alles Geld der Welt und Sie haben keinen Quotendruck. Welche Sendung würden Sie sofort im ZDF machen wollen? Jetzt ist die Zeit für Vorschläge. Tim Renner. Ich würde sofort eine gute Musiksendung machen. Musiksendung, sagt Tim Renner. Herr Thoma. Naja, das ist vielleicht ein ökologisches Dschungelcamp. Ein ökologisches Dschungelcamp, Henning Meyer. Eine tolle Serie im Chief von Klingel Dauerdienst. Alles klar? Und Herr Bellu noch? Eine junge deutsche Sitcom mit einem tollen Drehbuch, was wir bisher nach vielen Jahren nicht gefunden haben. Wir sind sehr, sehr gespannt, Sonja, wie war die Diskussion bei uns auf die Plattform? Bei der Diskussion im Netz, es gab so ein paar Punkte, da sind sich alle einig. Einen zum Beispiel hier, das ZDF braucht keine Quote dank Gebühren. Da soll das ZDF überhaupt nicht mehr drauf achten, sondern soll gutes Programm machen. Was ganz viele gesagt haben, ist, die guten Dinge aus den Spartensendern, die müssen ins Hauptprogramm, die müssen auch mehr zu sehen sein. Da wünschen sich ganz, ganz viele einfach mehr Mut. Und noch ein Punkt, den viele gesagt haben, die Politiker sollen bitte gar nichts mehr mitentscheiden dürfen. Und die sollen auch gar nichts kontrollieren dürfen. Das sind viele Anregungen. Ich kann nur sagen, wir sind das ZDF und Sonja, wir werden alle dran arbeiten. Jetzt gibt es noch einen Chat. Stefan Niggemeier steht euch noch 20 Minuten zur Verfügung, um alle Fragen zu klären, die vielleicht noch in dieser Diskussion offen geblieben sind. Ich danke ganz herzlich Herrn Renner, Herr Thoma, Herrn Niggemeier und Herrn Bellut für diese Diskussion heute Abend. Toll, dass Sie alle dabei waren, mitgemacht haben. Sonja und wir beide gehen in die Osterpause wie Login. Wir kommen wieder am 17. April. Bis dahin. login.zdf.de könnt ihr draufklicken, könnt uns ein paar Themen vorschlagen, twittert uns, Hashtag ist ZDF Login. Wir sind immer für euch da. So machen wir das. Tschüss aus Berlin. Bis bald. Tschüss.